Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Subnautica. Das letzte Mal haben wir unsere Hülle ein bisschen verstärkt. Und jetzt brauchen wir ganz viel Silbererz und... Ah, Crap. Computerchip. Dafür brauche ich Silbererz. Advanced Wiring Kit. Dafür brauche ich Silbererz. Also, dafür brauche ich einen Computerchip. Und für den Computerchip brauche ich Silbererz. Ah, Gott. Bevor ich jetzt aber losgehe, mache ich hier nochmal einen Fabrikator dran. Und zwar... Ich stelle mal hier an diese Wand. Wir brauchen zwei Titan. Hol ich mal schnell. Da drüben stand nochmal ein Inventar komplett leer. So. Eins, zwei. Dafür packe ich den da mal weg. Und den... Komm, den Beacon trage ich die ganze Zeit mit rum, um irgendwas zu markieren. Aber bis jetzt kam halt... nichts wirklich Wichtiges zu markieren. So. Zack, Fabrikator. Teil aus der Hand legen. So viel dazu. Ich drücke die ganze Zeit aus Versehen E. Leg das Teil aus der Hand und drück E drauf. Also, ich brauche Advanced Wiring Kit, dafür brauche ich Computerchip und Gold. Und Gold, ganz wichtig. Und Gold, merken. Also, ich brauche Gold. Gold, am besten so 6 bis 8 Stück. Okay. Dann brauche ich Computerchips. Computerchips. Dafür brauche ich Quarz, Silber. Silber, dann brauche ich auch mal 6 bis 8 Stück. So, mehr wäre zwar auch cool und Stuff. So, das ist erstmal aufgeschrieben. Dann halt Quarz und so, das ist halt schnell gefarmt und hat man auch in der Base, aber ich gerade nicht. Magnet. Was ist das? Moment, zurücksetzen, Start. So, Timer läuft auch wieder. Magnesium, Lead Plate, Pistil, Silikon, Fiber, Titanium. Ich habe keine Ahnung, was dieses Magnetil ist. Powercell, Computerchip, Wiring Kit. Die wird es ja wahrscheinlich nicht dabei sein, das sind ja alles fertige Sachen. Warte, hier nochmal gucken. Bei welchem Rezept brauche ich das nochmal? Torpedosystem, ja? Ja, das hätte ich gerne. Das wäre echt nicht schlecht, wenn ich ein Torpedosystem hätte. Mache jetzt einen Cut und schau mir an, was das ist, oder... Ich mache kurz einen Cut und schau mir an, was das ist. Bis gleich. Okay, Magnetit ist dieses Zeug, was wir hier drin auch schon liegen haben. Hm, diese Kristalle. Moment. Habe ich hier gerade nicht eine Anzeige, ne? Egal, das ist... Soll ich das jetzt nochmal zeigen? Ja, ich zeige das jetzt nochmal, bevor ich losgehe. Verschwende ich statt einer Minute mal 2 Minuten im LP. Ich meine, besser als 10. Das Zeug da. Warte, da ist nur Ohr drin. Nein, warte. Moment. Also laut Internet sollte es das da sein. Verschwende ich halt 3 Minuten. Ist es aber nicht. Ich komme da noch hinter, passt schon. Ich brauche unbedingt da auch noch einen Schrank drin. Aber sowas von. Zum Glück habe ich mich vorbereitet, um direkt loszugehen. Los geht's. Wasser ist voll, Essen ist halb voll. Naja, gut. Am besten wird es jetzt gleich nochmal Nacht. Welcome aboard, Captain. So. Wo ist die Sonne? Schon wieder so eine halbe Finsternis. Also nur so...
Guck mal, die sind nicht mal nah aneinander dran, das nervt mich irgendwie ein bisschen. Da hinten ist die Base, weiter in die Richtung wird schon passen. So. Ich hoffe nur. Ja, egal. Reaper-Angriff, bla bla bla. Ich muss ja nicht in jeder Folge meine Angst vor dem Reaper-Angriff erwähnen. Tot. Zwei tot. Ach komm, der ist doch nicht alle. Ach komm, muss ich denn hinterher schwimmen oder wie? Das ist ein Netz. Damit habe ich zwar relativ nicht gerechnet, aber das ist nett. Boah, diese Musik. Ach komm, nervt doch nicht, Leute. Okay, die sind hin. Kupfer. Boah, das ist der Reaper, ne? Oh, jetzt rede ich schon wieder über den Reaper. Ja. Der ist so gesehen, genau wie so ein Giganoton-Arc, wenn du dem begegnest. Aber wirklich, der plötzlich hinter dir steht. Hüllenfragment habe ich schon. Soll ich nicht mitnehmen. Au, Dude. Oh, treff mich halt zwei, dreimal. Wo bist du hin? Da. Ist wenigstens tot? Ich weiß es nicht. Nein, es war nicht tot. Ja, stirb jetzt! Dieser eine geht mir so sehr auf den Sack und hat mir schon die Hälfte des Lebens abgezogen, Mann. Und nur um einmal an Kupfererz zu kommen. War schon wieder nur so eine Sonnenfinsternis? Ach komm, das wird lächerlich, Leute. Wow, leck. Jetzt wird es langsam lächerlich mit der Sonnenfinsternis. Nochmal Gold, das ist gut. Boah, ich hasse die Gegend. Wieder hin, da. Nur Titan. Diesmal sogar liegen lassen. Wieder so ein kleiner Fisch über mir. Einsteigen. Okay. Boah, ganz ruhig. Ganz ruhig.
Ich habe das Gefühl, es ist einfach gerade dauerdunkel in dem Game. Vollgas drauf. Voll dran vorbei. Hat Schaden gemacht? Das hat Schaden gemacht. Lebt das Ding noch? Boah, das finde ich ist tot. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Da unten liegt ein Ei. Ich werde schon wieder angegriffen. Für den blöden Mistviechern da. Die Nacht ist hereingebrochen. Au. Ist ein Seemafragment oder keine Ahnung. Ich achte gerade auf die Geräusche. Weil irgendwie haben die Geräusche mir gerade wieder Sorgen gemacht. Höhlenfragment. Solarpanel. Oh, alles schon. Haben wir alles schon. Noch mehr Kupfer. Noch ein Höhlenfragment. War noch eine Kiste, aber Wayne jetzt eigentlich, okay, eigentlich auch nicht, aber das wäre ein besonderes Ei, das da. Das sah gerade so danach aus. Wow. Ein Fragment von irgendwas. Kommt her, Fischis. Kommt her. Sehe ich zwar nicht, aber kommt her. Noch eins? Ich weiß nicht. Reaktor habe ich auch schon. Alter. Kann die Nacht auch irgendwann mal vorbei sein? Musik andauernd. Komm kurz zurück. Jetzt, wo es Tag wird, gehe ich mal kurz zurück. Genau. Welcome aboard, Captain. Tag, Ma'am. Ich habe keinen Platz. Da habe ich noch Platz. Schmeiß das jetzt einfach da rein. Ja. Zwei Silber, zwei Gold. Meh. So, ja, ich wollte noch was mitnehmen. Eine Sache wollte ich ja noch mitnehmen.
kann ich denn Bilder wegpacken? Nicht mal die Flare mit. Nicht schmeißen. Zack, okay. Welcome aboard, Captain. Dachchen, Ma'am. Wie viel Schaden machst du? Das war meine Seemotte. Hat sich gerade voll erledigt. Oh Gott. Ich dachte mir so, ich habe so einen Höhlenfragment, das passt doch. So viel Schaden wird der schon nicht machen. Komm raus. Aus deinem Loch. Au. Auch noch voll getroffen. Ah, versuchen wir noch wegzukommen und dann das. Okay, okay. Da unten ist immer noch einer, ne? Komm weg da. Komm. Dann irgendwas bin ich hängen geblieben. Oh Gott. So, erstmal so gucken hier. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ach, da unten war so ein Luftblasending. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Ja, ma'am. Komm noch ein bisschen. Meine Seemotte geschrottet. Radioaktivität auch noch. Nein. Ah, soll ich mich immer umsehen und dann das? Die machen einem echt nicht leicht, ne? Dafür habe ich meine Seemotte geschrottet. Für nicht mal etwas. Wäre da jetzt wenigstens eine tiefe Höhle mit Gold und Silber drin, was ich gerade erhofft habe. Nicht mal das. Kleiner. Boah, das kann echt nicht wahr sein. Und da haben wir schon wieder eine Sonnenfinsternis. Komm, wie viele Tage hintereinander kommt die bei mir? Ich habe bei jemand anderem vorbeigeschaut und der hatte sie echt nur zweimal. Der hat 4 Stunden lang gestreamt und hatte sie zweimal. Okay, dreimal glaube ich sogar. Ein paar Mal hat das ja selber nicht realisiert, dass sie überhaupt da war, war tief unten und keine Ahnung. Das ist echt schlimm. Spadefische sind 4 Stück immer noch drin. Original sind 3, 4, 5 immer noch drin. Die pflanzen sich nicht fort. Nicht mehr. Warum nicht? Ich meine, die haben sich ja fortgepflanzt gehabt. Ich werde mich da nochmal versuchen reinzulesen. Nicht mal die Blasenfische, oder? Doch, die Blasenfische haben einen gekriegt. Merkwürdig.
Ahaha, das nervt mich, dass ich meine Seemotte geschrottet habe. Essen. Okay. Der Plan war 6 bis 8 Gold, 6 bis 8 Silber. Wir haben jetzt 2 Gold, 2 Silber und eine Seemotte weniger. Kein schönes Endergebnis. Vital signs stabilizing. Oh Mann. So. Ups. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich so viel Schaden macht. Was wir machen, wir fahren hier hin. Hier. Da hin. Ah, Titanium, Barren, Power Cell, Glas, Lubikant, das ist eigentlich kein Problem. Lubikant muss ich erst neu machen, aber... Glas, für Glas habe ich genug Stuff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Titanbarren. Lubikant und... Power Cell war es gewesen. 1, 2, ein Silikon, zack. Eine Power Cell. Ein Titanbarren. Glas. So, habe ich noch eine Batterie übrig? Nein, leider nicht. Genau, das wollte ich nicht. 51 passt noch. Oh Mann. Ach, wieso nehme ich die jetzt schon mit? Egal. Lubikant, ich brauche sowieso noch. Ja, chill. 3 brauche ich. So, Moment, weiter geht's. Ich glaube, ich farm hier zu viel ab von den Dingern. Metapher, okay. Ah, Kuma, was machst du? Meine Seemotte kaputt. So, und ein Lubrikant. Hieß nicht so Lubrikant? Ich weiß gar nicht mehr. Lubrikant. Jetzt sind wir schon bei 22 Minuten, aber ich will ja wenigstens meine Seemoth jetzt nochmal fertigstellen hier. Oh, das war voll perfekt gelandet. Zack. Wow. Schon wieder der Mond. Geht wieder Richtung Sonne. Es wird wieder ein bisschen dunkler. Gerade geht's aber noch. Also wenn es so wäre, immer wäre es ja nicht schlimm, wirklich. Ah, dass es dann wirklich so finster wird, obwohl, naja. Welcome aboard, Captain. Zack, 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 zack. Welcome aboard, Captain. Tachchen. So, haben wir wieder einen Seemob. Seemob. Zwei Titanium brauche ich wieder für den... Rüstungsding.
Ja, ich habe sogar so ein Rüstungs-Upgrade gehabt und der One-Hitted das Teil. Einfach so instant, zack, weg. Na gut, kommt vor. Egal. Stell ich noch ein paar Batterien her. Um genau zu sein, 2. Zack, Batterie. Zack, Batterie. Und in der nächsten Folge heißt es. Ja. Dann heißt das wieder Gold und Silber holen. So, essen, trinken noch. Wir sind bei 24 Minuten. Hätte ich eben gerade erst. Die Fische ist da nicht rausfressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Pflanzen sich fort jetzt. Komm mit Spadefisch. Komm. Mit Spadefisch. Zack, es tut mir leid. Blasenfisch. Den Blasenfisch lasse ich mal drin. Brate ich jetzt die letzten zwei Spadefische, die ich habe. Spadefische zu sammeln ist ja wirklich nicht das Problem. Oh, ich glaube, es ist mal dem auf kaputt gegangen, ist egal. Ich habe jetzt wieder. Die ganze Zeit es erwähnen und darüber beschweren bringt ja nichts, ne? So, ich überziehe wieder ein bisschen. Zack, zack. Batterie, bla, 2 Titan. Nope. Mach mir dann das Schutzschild. Zack, tu es auch rein, weil ich wollte es eigentlich draußen lassen, aber bis zur nächsten Folge vergesse ich das. Dieser Moment, ne? Hopp, rein. Danke. So. Bin drauf da und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Kuma kracht gegen Kracher. Bis dann. Tschüss.